wollen wir die Menschen kennenlernen? Wollen wir unsere Gesellschaft kennenlernen? Wollen wir uns selbst besser kennenlernen? Dann lesen wir in den Heiligen Schriften. Da erfahren wir etwas über den Menschen, über sein Verhalten. Und wir erfahren Gott sei Dank auch etwas über Gottes Einstellung uns Menschen gegenüber. Solche, die sich verloren fühlen, ja, die tatsächlich verloren sind, werden vom Sohn Gottes gesucht und in die Gemeinschaft mit dem Vater heimgeführt. Nun hat Ihnen schon öfter jemand gesagt, ändere dich nicht, bleib wie du bist. Vielleicht sind Sie so ein angenehmer, kollegialer Typ, dass man gerne zu Ihnen sagt, bleib wie du bist, ändere dich nicht. Nun, was, wenn ein Mensch ungünstige Eigenschaften hat, sein Verhalten wenig angenehm empfunden wird und trotzdem hört er, ändere dich nicht, bleib wie du bist. Ich will Ihnen einen Text vortragen von Anthony de Mello, in dem eine Person Zeugnis gibt, eine Person, die den innersten Wunsch, den innigsten Wunsch hatte, sich zu ändern. Gelungen ist es vorerst nicht. Ich zitiere, eine Person schildert aus dem eigenen Leben. Jahrelang war ich neurotisch. Ich war ängstlich und depressiv und selbstsüchtig. Und jeder sagte mir immer wieder, ich sollte mich ändern. Und jeder sagte mir immer wieder, wie neurotisch ich sei. Und ich pflichtete ihnen bei. Und ich wollte mich ändern. Aber ich brachte es nicht fertig, so sehr ich mich auch bemühte. Was mich am meisten schmerzte, war, dass mein bester Freund mir auch immer wieder sagte, wie neurotisch, wie depressiv und wie selbstsüchtig ich sei. Auch er wiederholte immer wieder, ich sollte mich ändern. Und auch ihm pflichtete ich bei. Aber zuwider wurde er mir doch nicht, das brachte ich nicht fertig. Ich fühlte mich so machtlos und gefangen. Dann sagte mein Freund mir eines Tages, ändere dich nicht, bleib wie du bist. Es ist wirklich nicht wichtig, ob du dich änderst oder nicht. Ich liebe dich so, wie du bist. So ist es nun einmal. Diese Worte klangen wie Musik in meinen Ohren. Ändere dich nicht, ich liebe dich. Und ich entspannte mich. Und ich wurde lebendig. Und Wunder über Wunder, ich änderte mich. Jetzt weiß ich, dass ich mich nicht wirklich ändern konnte, bis ich jemanden fand, der mich liebte, ob ich mich nun änderte oder nicht. Und dann am Schluss diese Frage an Gott. Liebst du mich auf diese Weise, Gott? Zitat Ende. Ich meine, dass der Zöllner Zachäus dadurch, dass Jesus sich bei ihm eingeladen hat, eine einzigartige Begegnung erleben durfte, wie nie zuvor. Und diese Begegnung hat mit dem Zachäus etwas getan, wie wir wissen. Und wir kennen ja schon das Ergebnis.
Das Doppelte gebe ich zurück, wenn ich zu viel verlangt habe. Das Vierfache und die Hälfte meines Vermögens gebe ich den Armen. Da zeigt sich, wie der Mensch eigentlich sein will, sein soll und tatsächlich sein kann. Aber dieses Werden, wie wir sein können, wir sind bereits bei uns, dieses Werden zu dem hin, was so das ist, wie es Gott gemeint hat mit uns, dieses Werden scheint nicht die Folge eines längeren Lernprozesses zu sein, einer Entwicklung, werde älter und du wirst dann automatisch ein Liebender, schau viel auf die anderen und dann wirst du schon das rechte Menschsein verwirklichen. Nein, es scheint, dass es Ereignisse im Leben eines Menschen geben kann, präziser, dass es Begegnungen im Leben eines Menschen geben kann, die praktisch einen Quantensprung in der Neuorientierung auslösen, wo plötzlich ein Mensch innerhalb kürzester Zeit eine ganz neue Sichtweise vom Leben haben kann. Und ich bin davon überzeugt, wir alle, da ist kein einziger Mensch ausgenommen auf dieser Welt. Das gilt für die ganze Menschheitsfamilie aller Zeiten. Wir brauchen das Ja Gottes zu unserer Existenz in allergrößter Deutlichkeit, wie wir es eben durch Jesus zugesagt bekommen. Und wie es uns durch den Zachäus sichtbar gemacht wird. Ist jemand so klug wie Zachäus, dass er erstens Ausschau hält nach Jesus, zweitens, dass er Jesus bei sich aufnimmt, dann erlebt er die Zusage Gottes zu einem Leben, das vielleicht sehr unvollkommen ist, sehr sündig ist, aber im Tiefsten stimmt, weil es im Tiefsten vom Bild Gottes her gestaltet ist. Aber die Umweltbedingungen, die Kirche nennt das Ganze Erbsünde, die Umweltbedingungen erziehen die Menschen, gestalten die Menschen, formen die Menschen, prägen die Menschen, leiten die Menschen in einer Weise, die dem Innersten sehr, sehr fremd ist. Die Sünder sind grundsätzlich solche, die fremdbestimmt sind und nicht echt sind, nicht authentisch sind, weder das Bild noch das Kind Gottes in sich nach außen sichtbar machen. Alles Leben, sagt Martin Buber, ist Begegnung. Und die Frage ist, wem wollen wir begegnen? Und was darf der andere in unser Leben bringen? In Jesus haben wir einen, der uns Gott selbst ins Leben bringt. So wie Gott in ihm ist und jeder Mensch, der Christin, Christ werden möchte, Wohnung für Jesus anbietet, vom göttlichen Selbst belebt wird, vom göttlichen Geist inspiriert, gestaltet und geleitet wird. Wenn das jemand macht, dann nennt die Welt das ein Wunder. Für Gott ist es das ganz Normale. Also Gott will den Menschen als sein Kind sehen, als sein Kind leben lassen. Der Apostel Paulus schreibt im Brief an die Korinther, Gott liebt den fröhlichen Geber. Und zum fröhlichen Geber kann man erst werden, wenn man erstens etwas zu geben hat
und zweitens ein fröhlicher Mensch ist. Und das meint, das ist der Erlöste, der weiß, nicht seine Leistungen machen ihn bei Gott beliebt, sondern die Grundeinstellung Gottes zum Menschen macht den Menschen so froh, so frei und so liebenswürdig. Zachäus hat sich, indem er Jesus nicht nur in der Wohnung, sondern auch im Herzen aufgenommen hat, er hat sich praktisch gesund lieben lassen. Und diese Liebe, die ein Mensch erlebt, führt dazu, dass er entkrampft, dass er zum Wesentlichen kommt und nicht mehr aus der Angst zu kurz zu kommen, andere ausbeutet und selbst dabei sich natürlich unbeliebt macht und auch unzufrieden ist. Von drei Ängsten, sagt Romano Guardini, muss der Mensch befreit werden. Die erste Angst vor Gott. Durch Jesus werden wir von dieser Angst vor Gott befreit. Er wäre nicht am Kreuz für uns gestorben, würde er uns nicht lieben vor jeder Leistung und trotz aller Schuld. Die zweite Angst, von der der Mensch befreit werden muss, ist die Angst vor dem Mitmenschen. Und da brauchen wir nicht unbedingt immer Nachrichten hören und Zeitungen aufschlagen. Die Angst vor dem Nächsten, vor dem Mitmenschen. Meint er es wirklich gut mit mir? Von der dritten Angst muss der Mensch befreit werden, und zwar, das ist die Angst vor sich selber. Dass er selbst das eigene Leben in den Ruin führt oder auch das Leben anderer nicht nur belastet, sondern unmöglich macht. Wer die Wahrheit sucht, der wird die Wahrheit finden, wie Zachäus. Und ich meine, was in früheren Zeiten der Dornbusch, der brennende Dornbusch, das Feuer im Dornbusch für Mose war, das ist Jesus für den Zachäus. Und ich meine, für jeden Menschen. Wer Jesus kennenlernt und wie Mose, wie Zachäus hingeht und sich das anschaut, der wird von dem Feuer der Liebe Gottes erfasst. Und in dem wird zukünftig das Feuer des Geistes brennen. Und er wird nicht mehr andere Menschen als Asche zurücklassen, weil er sie wie Scheiter verwendet und verbraucht. Nein, wer aus der Liebe Gottes lebt, lebt nicht auf Kosten anderer, sondern lebt für die anderen. Entsprechend dem Motto, wie Gott mir, so ich dir. Amen.